Hey Leute, ich bin's wieder, euer Rotax und herzlich willkommen hier wieder am Start bei Server-Tagebuch. Jo, und dieses Mal nicht PvP am Anfang, wie ihr es an der Musik wahrscheinlich schon erkannt habt, sondern ein bisschen Spleef, ist ja auch eine Art von PvP eigentlich, weil man spielt ja auch Player gegen Player. Jo, und halt vor dem Spleef-Turnier war das quasi die Folge, jetzt seht ihr wieder mal die krasse Verzögerung von den ganzen Server-Tagebuch-Videos, weil die ist einfach richtig krass mittlerweile geworden. Ich weiß nicht warum, aber ich hoffe, das stört euch nicht mit der Verzögerung. Die ist mittlerweile, glaube ich, auf 2 Wochen oder fast 2,5 Wochen, nachdem ich quasi die Folge gedreht habe in CutCon, kommt die erst auf YouTube online. Das ist leider, weil ich in letzter Zeit viel spiele. Das ist das Problem, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich spiele am Tag, sagen wir, ich schaffe am Tag, sagen wir, 2 Folgen zu spielen und die kommen nur alle 2 Tage raus. Ihr versteht dann, wie die Verzögerung entsteht, oder? Also ich hoffe, das mache ich damit ganz klar. Falls es irgendjemanden stört oder falls da viele Leute sich mal beschweren, vielleicht mache ich da auch mal eine Umfrage drum. Könnt ihr mal ja schreiben, ob euch das stört mit der Verzögerung der Server-Tagebuch-Videos, die wirklich mittlerweile schon fast über 2 Wochen ist. Aber ja, ich kann da wirklich gerade wenig drüber machen. Die einzige Alternative, die es gäbe, wäre jeden Tag eine Server-Tagebuch-Folge. Aber dann müsste ich halt, wie soll ich sagen, dann müsste ich halt noch mehr spielen und dass ich quasi wieder mehr Videomaterial hätte. Und wenn ich dann mal kurz keine Zeit habe, so viel zu spielen, dann muss ich wieder, dann gibt es halt wieder alle 2 Tage eine Folge. Das ist halt. Ich bin da lieber der konstantere Typ und sage wirklich, alle 2 Tage haue ich eine Folge raus um 15.30 Uhr, dass das immer quasi konstant ist, dass die Leute da so eine quasi eine Gewohnheit draus sehen. Und jo, ihr könnt ja mal da eure Meinung gerne dazu in die Kommentare schreiben oder gerne auch im Forum auf CutCon direkt. Jo, und da wollte ich halt mal einen Daftar killen da unten, hab's aber leider nicht geschafft, glaube ich. So, Spleef habe ich mal ein bisschen geübt, halt vor dem Spleef-Turnier war das. Da, wo ich halt 2 Runden geschafft habe, glaube ich, und dann halt gestorben bin. Jo, und da hat ja auch der Puma Melvin gewonnen, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und der TrueMG war 2. Und ja, der UyoXXL, glaube ich, war 3., wenn ich mich ganz täusche. Also das habe ich noch relativ gut im Kopf. Seht ihr gerade, das war nicht lange her. Und jo, war auf jeden Fall ganz nice, hier ein bisschen Spleef spielen mit den ganzen Leuten. Kann man mal machen, kann man mal bringen. Und da nochmal ein bisschen Selfie-Time, auch bei deinem Spleef-Ding mit dem Gips, mit dem... Boah, wer ist das hier links, rechts, neben? Keine Ahnung, der Fabi, der Daftar im Hintergrund. Mittlerweile kenne ich ja die Leute an den Skins. Das ist eh krass. Hier der Silschuh, glaube ich. Guck mal, vielleicht blende ich ja nochmal kurz den Namen ein. Wenn nicht, bleibt es für ewig ein Mysterium, wer hier steht und mit Drogen um sich wirft. Das war der Ripplayer, genau, der Ripplayer war das. Und der Silschuh, genau. Ich kenne wirklich die Leute mit deinem Skin, das ist so krass. Der Sabi im Hintergrund. Und ja, dann war ich halt nochmal bei dem XXJoniXX, denn der wollte mir hier quasi Sachen verkaufen, also so Sammlerköpfe. Und ja, von diesen, wie soll ich sagen, von diesen Affensammlerköpfen, da kann ich ja nie genug haben, die sammle ich ja wirklich krass und die stelle ich ja alle in meinem Keller auch auf. Also die sammle ich wirklich gerne. Falls ihr die günstiger hergibt, bin ich eigentlich fast immer bereit für die, die zu kaufen. Und hier sage ich eben auszahlen für den lieben Herrn Rotax und zwar 50.000 Gaddis, die hätte ich mal gerne bar auf die Pfote und die habe ich dann bekommen. Seht ihr gerade. So, da hier nochmal der Silber 98, den kennen wir ja auch. Und hier fragt er mich eben, ob ich mich zu ihm teleportieren darf. Und ja, dann war ich eben hier. Hier hat er eben so einen Schwein-Piggy-Kopf oder wie das heißt, diese Neta-Piggys da halt, hat er da abgebaut. Und eben einen Villager-Kopf. Also richtig, richtig cool. Die ganzen Sachen, die ich hier bekommen habe wieder. Und das Ganze habe ich halt dann für MoneyPay XXXX habe ich dann halt für, ich glaube, waren es 62,5, irgend sowas. Ich glaube, es waren, ja genau, 62.500 Kallis habe ich dem überwiesen. Also eine Menge Kohle eigentlich. Und ja, dann hatte ich halt 20.000 weniger. Naja, kann man mal machen. Ich sammle ja die Köpfe und im Wald würden die ja 80.000 kosten, also so gesehen habe ich ja 18.000 gespart. Von dem her denke ich mal, das ist ein ganz guter Deal und die habe ich halt mal da oben hingehängt. Mittlerweile sind ja da Schilder dran, dass man weiß, von wem die ganzen Köpfe sind. Und die oben habe ich mir halt selber gekauft. Genauso wie den Schleimkopf da rechts, den habe ich auch selber gekauft. Jo, kann sich schon sehen lassen, glaube ich, meine Kopfsammlung. Also Kopfsammlung ist es ja nicht. Und ja, hier nochmal oben bei mit Fußballking, der mir hier die ganzen Sachen gespendet hat im Hintergrund, noch mehr Köpfe, also mittlerweile geht es mir richtig gut auf CutCon. Hier ist der Fußballking nochmal ein bisschen griefen gekommen und jetzt habe ich halt einen Inventar voll Kürbiskuchen nochmal von dem Ultraviolet KRN bekommen, also echt nochmal richtig, richtig Dankeschön für die Kürbiskuchen wieder. Der Ultra ist ja mein persönlicher Essensverpfleger oder wie man das auch nennen kann. Also der verpflegt mich ja wirklich rund um die Uhr mit irgendwelchem Essen und Zeug. Ich sehe jetzt gerade, meine Essenskiste ist ja nicht so voll. Aber ich farm halt auch relativ wenig Essen, wenn ich ehrlich bin. Und der Ultra kommt dann wieder mal so zwischendurch angelaufen und gibt mir da ein paar Inventar voll Kürbiskuchen. Nee, aber echt Dankeschön für die ganzen Kuchen. Und ja, es geht gleich wieder mal weiter mit ein paar Sammler-Items. Diesmal hatte ich richtig, richtig Glück, denn der TrueMG hört... Ja, Glück im Unglück, würde ich mal ja sagen. Denn der TrueMG hat gesagt, er hört vielleicht auf mit CutCon. Ich weiß nicht genau, ob er jetzt aufgehört hat oder nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier nachkommentiere.
Und hat halt gemeint, ja, er verschenkt jetzt seine Sammler-Items und verlost die auch im Forum und so. Finde ich halt relativ schade, wenn Leute, die man schon ein bisschen besser kennt, nennen wir es mal so, gut kennen, tue ich ihn ja nicht. Aber ich kenne ihn halt auch schon ein bisschen besser, denn TrueMG bin mit ihm oft im TS und schreibe mit ihm auch so viel rum. Hier der Aspire, mit dem bin ich auch oft im TS mittlerweile. Sind ja alles richtig korrekte Typen. Und ja, wie soll ich sagen, da haben wir halt, hat er halt gesagt, ja, quasi, er schenkt mir so ein TNT-Item. Und ich dachte mal so, da ich 2014 ja noch nicht auf Cutcon gespielt habe, nehme ich mal den 2014er TNT-Block. Und ja, dann hat er mir den halt quasi hier mal so zugeworfen. Später, davor muss ich natürlich noch Bitte und Danke sagen, so wie man das halt brav macht, wenn man was haben will. Ja, eben, bist du bereit? Und ich so, jo, eigentlich schon, bin bereit. Ja, was ich sagen wollte, echt schade, falls du aufgehört hast. Falls du das TNT dann wieder zurückhaben willst, falls du weitermachst, natürlich kein Problem. TrueMG kann sich immer bei mir melden, also ich passe ja quasi nur drauf auf. Falls du dich nicht mehr meldest, wird es bei mir auf jeden Fall gut irgendwo in der Kiste rumfliegen oder in einem Bilderrahmen hängen. Und er so, ja, ich will, heißt das, aber okay. Habe ich auch nochmal geschrieben, ja, ich will, und hier eben in roter Admin-Schrift. Bomberman-Gewinner 2014, also richtig, richtig nice und danke nochmal, TrueMG, dass du mir das hier quasi geschenkt hast. Und ich auch sehr, what the fuck? Griffin fehlgeschlagen, naja. Und dann haben die mich halt mit so Heldränken abgeworfen. Ich weiß nicht, ob das ein Insider war oder irgend sowas. Auf jeden Fall fand ich es ganz lustig. Die haben halt bei mir im Hintergrund Heiltränke gekauft und immer auf mich raufgeschmissen. War ganz cool. Also kann man mal bringen. So da. Und dann sind eben hier immer mehr Leute gekommen. Der Daniel Piep, der Sammy, der W7A2, der Aspire und der TrueMG. Jo, da waren mal alle bei mir und ihr seht es gerade hier, werde ich eben mit Heiltränken beworfen. Einfach so Spaß. Ich weiß gar nicht warum, aber naja, YOLO halt. Hier Sammy hat eben 4 Potions gerade gekauft, damit er wieder rumschmeißen kann. Fanden die anscheinend ganz lustig, mich da mit Heiltränken abzuwerfen. So, und dann habe ich mir mal so einen kleinen Spaß erlaubt. Ich habe ja hier dieses Bomberman-Gewinner-Item da drin und die wussten das halt alle. Und dann seht ihr gerade, ich habe mir gedacht, da schenke ich mal dem Daniel Piep, da freut sich der auch mal, dass er was geschenkt bekommt. Und ja, in Wahrheit habe ich ihn halt ein bisschen verarscht, ein bisschen getrollt, habe halt das TNT quasi, ja, war halt ein normales TNT, war halt kein richtiges. Fand ich halt ganz komisch, ich dachte, das kann ich mal machen. Ja, und dann waren die halt noch in meinem Casino und haben da ein bisschen Blödsinn gemacht. Ihr seht's gerade, die haben da auch krass Feuerwerk gezündet und, ja. Wieder mal den üblichen Blödsinn mit denen abgezogen. Haben halt da ein bisschen mein Casino gesprengt, ein bisschen die Decke schwarz gemacht mit Ruß und so, weißt du, Feuerwerk und, ja, kennt ihr wahrscheinlich von Silvester. Sebi Tempan, Aspire, 4 Tage Griefen, schwerster Art, immer dasselbe mit dem. Weil der Sebi, glaube ich, einen Dierblock oder was, einen Goldblock weggegrieft hat, als er im Casino gewonnen hat. Hat natürlich wieder bekommen, also von dem her einfach nur lustig. Jo, und hier nochmal ganz zum Schluss seht ihr eine wunderschöne Skin-Änderung vom Sebi, denn der hat ja kurze Zeit hat er kurz seinen Skin geändert gehabt. Ich glaube, da hat er eine Wette verloren oder hat irgendwas geboten bekommen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es ganz lustig. Und hier im Hintergrund seht ihr auch dann die Schilder Danke an Fußballking fürs Ausstellen seiner Köpfe. Also falls ihr euch alle wundert, warum dann Onitius und Patrick Kopf steht, das sind nicht meine. Die sind hier nur zu Ausstellungszwecken. Jo, und hier ist eben der Flash dann gespawnt, was rede ich, der Sebi dann gekommen. Der ist dann da rumgedüst und er hat einfach nicht aufhören können zu laufen, ihr seht's gerade. Er ist einfach immer weitergelaufen und ich weiß nicht warum. Nee. Ist halt der Flash gewesen. Fand ich halt ganz lustig. Und ja, hat halt nur kurz drinnen gehabt, weil ich glaube, wenn er das wirklich drinnen ließe, den Skin, da gibt es wieder 5 Beschwerden im Forum. Ey Sebi, du hast machst deinen Skin ohne Ankündigung zu einem anderen Skin und kennen wir ja schon alle. Da wird sich manchmal beschwert halt drüber. So da, und ja. Da läuft er halt mit einem Flash-Skin rüber. Fand ich halt ganz lustig. Jetzt wirklich gefährdet, wenn er den einfach gelassen hätte, den Skin. Weil er einfach lustig aussieht mit dieser Flash-Kopf-Ding da. Jo, und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Server-Tagebuch mit dem lieben Rodax. Und It's dein Vater hat natürlich deinen Power-Sign betätigt. Alter, krass. Nee, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, euer Rodax. Und hier nochmal der Flash. Im Vollbildmodus. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.